Seit Anfang September wird der 500 € Teuerungsbonus an alle in Österreich Hauptgemeldeten überwiesen. Ja, wer keine Kontodaten auf Finanz Online eingetragen hat oder auch Leistungen, und zwar über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt seinen Teil dann per RSA-Brief zugestellt. Die ersten darin enthaltenen Gutscheine kommen dann ab dem 7. September an und ja, trotzdem machen die aktuell hohen Preise natürlich für viele Menschen das normale Leben nicht mehr leistbar. Hier nun eine Übersicht zu den nächsten Hilfen. Zum Schulstart gibt es für jedes Kind 100 € Startgeld. Geringverdiener, Arbeitssuchende und Mindestpensionisten erhalten ebenso eine Einmalzahlung in der Höhe von 300 €. Und für kleine Pensionen gibt es dann zusätzlich noch einen Absetzbetrag bis zu 500 €. Zusätzlich zum Schulstartgeld wurde der Familienbonus für das Jahr 2022 auf 2.000 € erhöht. Erhöht und von der Lohnsteuer abgezogen. Und alle, die davon nicht profitieren, bekommen einen erhöhten Kindermehrbetrag von 550 €. Ab nächsten Jahr werden dann auch Familienleistungen an die Inflation angepasst. Genauso soll die kalte Progression in 2/3 der Steuerklassen abgeschafft werden. Und für Geringverdiener gibt es darüber hinaus einen 500 € Teuerungsabsetzbetrag.